Dieses Video wird euch präsentiert von super11cards.de. Ja, moin moin und wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal. Und ja, was haben wir denn da? Ein Display Mortal Kombat X und das Ganze natürlich für das UFS, das Universal Fighting System, was mittlerweile Universus umgebrandet wurde, also umbenannt wurde von Jesco Games. Ihr kennt das vielleicht von My Hero Academia, aber alle Karten sind da untereinander mit den verschiedenen Lizenzen kompatibel. Das Ganze machen wir natürlich wieder zusammen mit super11cards.de. Wenn ihr die aktuellen Sets sucht vom UFS bzw. Universus, My Hero Academia in diesem Fall, dann schaut doch einfach mal im Shop vorbei oder natürlich auch für Final Fantasy und so weiter und so fort. Zubehör und ich würde sagen, da wird jeder fündig und wir gucken uns jetzt einfach mal das Mortal Kombat Display an. Da freue ich mich gar sehr drüber, denn dieses Mortal Kombat Display, da habe ich lange nachgesucht, zu einem vernünftigen Preis. Es gibt tatsächlich Anbieter, die das noch haben, aber der Preis, der ist ja gelinde gesagt frech, würde ich sagen. Also ja, in Zeiten heutzutage, wo die Displays sowieso alle durch die Decke gehen, aber wenn man bedenkt, was die Dinger dann so normalerweise kosten, war ich da nicht bereit, irgendwie 130, 140 Euro aufwärts zu bezahlen. Bei Jesco selber sind sie sogar ausverkauft und ich wollte auf alle Fälle, da ich großer Mortal Kombat Fan bin und auch wirklich die ersten Spiele damals gezockt habe, ja, so alt bin ich schon, ist das so eine schöne Kindheits-Jugend-Erinnerung, weil, ja, ihr wisst ja, früher alles, was verboten war oder auf dem Index stand oder so oder was viel brutal war, das hat man natürlich besonders gerne gezockt und Mortal Kombat war da definitiv mit dabei. Ich habe ja schon das 2-Player-Starter, also dieses die Turbo-Decks aufgemacht von Mortal Kombat und wir gucken uns heute, wie gesagt, das Display an. Habe ich tierisch Bock drauf? Sieht gut aus, ne? Und wie gesagt, die Sachen sind auch wieder 100% kompatibel mit dem Universes Universal Fighting System von Jesco, also der ganzen, ja, dem ganzen Multiversum, also allen Lizenzen. Ich musste nebenbei noch so ein bisschen hier gucken, deswegen stammel ich. So, jetzt aber genug gestammelt. Wir schnippel, schnappel, schnippeln hier das mal eben auf. Zack, auf da Dingen. Und ich freue mich. Eins der Sets von UFS, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, tatsächlich das aufzumachen. Und ich dachte, das gönnen wir uns einfach mal. Jetzt, wo der ganze Hauptstress erstmal hinter uns liegt. Und da gucken wir uns doch das einfach mal an. Let the combat, the Mortal Kombat begin. Hier gibt es ein. Erstmal gibt es hier ein Begrüßungszettel am Anfang als Boxtopper. Aber wir haben auch eine Boxtopper-Karte tatsächlich. Hier steht kurz, was Seal ist. Ist wahrscheinlich vielleicht mit der Edition neu gekommen, würde ich jetzt mal tippen. Ella Desperation Fury Throw. Achso, hier stehen nochmal kurz die verschiedenen Sachen erklärt. Ne? Also Stun, Throw, X. Und was hatten wir noch? Desperation hatten wir. Und Seal, genau, Seal. Genau. When a card is sealed, that card is rotated 180 degrees or marked by its owner in some way to remind them it is sealed for the rest of the turn. A sealed card loses all of its abilities and cannot gain new abilities for the rest of the turn. Sealing cards is a great way to solve problem cards and abilities in your opponent's staging area. Jo, ne? Was haben wir hier noch? Being a Desperation, if a character ever drops under half of printed vitality. Ah, genau, ja, das ist Desperation. That character is considered at Desperation. Also die Hälfte, unter die Hälfte der aufgedruckten Vitalität auf dem Charakter. Ja, haben wir die beiden Sachen hier auch mal kurz
geklärt. Ja, die anderen Sachen sind soweit bekannt. Wie gesagt, das Set ist ja auch schon älter und wer mit UFS einigermaßen vertraut ist, der sollte da sowieso keinen Stress mit haben. Ich weiß gar nicht, wann das Set rausgekommen ist. Ist hier ein Copyright drauf? Bestimmt auf den Karten. Gucken wir gleich. 2018, ne? Das ist nämlich noch gar nicht so alt, das Set. Und ich fand es ziemlich schade halt, dass das schon vergriffen ist. Ich weiß nicht, ob das von Jesco nochmal nachgedruckt wird, aber ich dachte mir, hast du was, kannst du? Nimmst du mal eins mit, ne? So, wen haben wir denn hier? Shinnok haben wir hier. Als Boxtopper in voll. 6 Difficulty, 6 Check, 6 Hand Size, 28 Vitality. Ja, männlich ist er, ne? Steht hier erstmal drauf. Your Abilities cannot be cancelled by Card Effects. Das ist nett. Response, lose 2 Vitality. After your opponent plays an Ability that draws any number of cards, destroy one of their foundations or commit their character. Enhance, lose 2 Vitality, your character gets plus 2 Speed if you are at Desperation. Haben wir ja gerade gelernt, was das ist, ne? Draw 2 Cards and discard 1 Card. Jawohl, unser Boxtopper hier. Schön, ich freue mich. So, dann wollen wir mal gucken. Oh ja, die sind aber schmuck, die Booster, ne? Die sehen doch mal richtig gut aus. So ein bisschen feulig, kann man das ja hier, kann man hier sehen, ne? So, dann blendet das nicht ganz so doll. Verrückt, verrückt. Ja, den ganzen Tag hat es draußen geregnet. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen Gegenlicht hier, denn die Sonne ist soeben wieder rausgekrabbelt gekommen. Auf diesen Boostern auch wieder Redemption. Ich sage das ja bei jedem Unboxing dazu. Das ist eine Aktion von Jesco, die im Moment pausiert ist, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade das Video drehe. Und ihr müsst einfach die leeren Booster sammeln, also die Booster-Packs, wirklich die Umverpackung. Und die könnt ihr dann einschicken und dafür kriegt ihr dann Promos, also sobald diese Aktion wieder anläuft. Ich hatte ja, wie gesagt, Jesco angeschrieben, mal gucken, wann ich Antwort kriege. Denn da steht auf der Homepage, dass die eigentlich schon Early 2022, also Anfang dieses Jahres, wieder ja, neu gestartet sein sollte. Age 17 plus übrigens hier, ne? Also jeder, der unter 17 ist, möge den Raum verlassen. So. Okay, ach, wir haben hier wieder, ne? Genau, wir starten hier wieder. Wahrscheinlich ist es wieder Uncommon, 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 Rare. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich gewesen. So. Los geht's. Mortal Kombat Lizenz, geil. So, ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Wir legen los mit Ageless and Wise. Und wir handhaben das wieder so, dass wir die Commons, da gehen wir so ein bisschen drüber, weil die meistens ja nicht so spektakulär von den Effekten sind. Die Uncommons, die schauen wir uns auch an, ja, aber vorlesen tue ich euch die Rares und Aufwärts, denn da ist es ja meistens das, was halt irgendwie richtig scheppert. Ansonsten könnt ihr einfach auf Pause machen, ne? Wir gucken jetzt einfach mal hier rein. So, dann schieben wir ein bisschen weg, damit wir ein bisschen Platz haben und los geht's. So, wie gesagt, Ageless and Wise. Dann haben wir Flashy Shadow Kick. Dann haben wir Slide Shots. Dann haben wir Fight for Justice. Dann haben wir Crawler. Attack. Dann haben wir Acid Spit. Jawohl. Dann haben wir Shokan Grab. Jo, ne, mit 4 Armen und 4 Fäusten ist gut um sich hauen. Jawohl, dann haben wir Liu Kang. Ich habe immer gesagt, der hört sich an wie ein Hund, wenn man den Arsch trinkt. Oh, ich weiß nicht, wer das erste Spiel noch kennt, wie er da durch die Gegend immer, ne, mit seinem Kick von links nach rechts bzw. rechts nach links irgendwie durch die Gegend fliegt. Sehr geil. Ja, cool. Den haben wir hier als erstes schon mal. 6er Difficulty, 6er Check, 6er Hand Size, 26 Vitality. Response, twice per turn. After you play a combo attack, your opponent adds the top card of their deck to the card pool face down. Enhance, discard the top X cards of your deck and add one combo card, combo attack discarded this way to your hand. X equals the number of cards in your opponent's card pool. Okay. Okay, okay, okay. Liu Kang. Allerdings nicht als Foil und es war auch noch nicht unsere Rare. Es folgt noch eine Uncommon. Der kommt erstmal, wir machen hier wieder so einen schönen Charakterstapel auf, ne? So. Es folgt Venomous. Eine Foundation. Reptile. So. Und als, ja, wir legen sofort mit einer UA los. Und zwar ist es Mimic. Eine Attack. 5er Difficulty, 2er Check, 3er High Block. Combo Enhance. Choose one attack in your card pool not named Mimic, also nicht mit diesem Namen hier. This attack gains all Enhance Abilities printed on the chosen card. Oh, nett. Dann Deadlock Enhance. This attack gets plus 1 damage for each of your committed foundations. Yes, sir. So, das geht hier an die Seite. Wir machen hier wieder verschiedene Stapel. Erstmal wieder ein bisschen Ordnung und holen uns hier die zwei Patten hier raus, würde ich sagen. Kommt ihr wohl da raus, ihr Lümmels? Oh, bist du verrutscht? Gehörst du da drunter? Egal. So, wir machen hier das einfach mal so.
zack, das nach hier, das nach da, die nach hier, die Charaktere kommen nach hier oben, hier kommen die etwas höheren als Rare hin, alles was höher als Rare ist, hier kommen die Rares hin und hier kommt unser Discard, sag ich mal, hin, ne? Also quasi, wo alle anderen Karten drauf kommen, die wir durchgucken. Mann, was habe ich Bock. Super geil. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich hier noch ein Mortal Kombat gaunern konnte. Achso, jetzt müssen wir wieder hier, ne? 1, 2, 3 und die 1. Zack, zack, zack. So. Telechoke. Jawohl. Ein Attack. Dann Shirai Ryukan. Irgendwie bekomme ich Bock, Mortal Kombat zu zocken. Ageless and Wise. Flashy Shadow Kick, die haben wir schon mal gesehen. Slide Shots, kennen wir auch. Wie viel hat überhaupt das Set? Oh, 189 Karten. Okay, das würde schon fast ein zweites Display rechtfertigen, wenn man irgendwann mal nochmal eins zu greifen kriegt. Manche Sets waren echt klein, so zwischen 80 und 90 Karten tatsächlich, aber 189 Karten ist natürlich schon ein fettes Set. Okay, ja, wäre ganz cool, wenn man wieder ein neues Mortal Kombat rauskommen würde, ne? Das wäre auch sexy. So, Fight for Justice haben wir dann. Dann haben wir Sealer of Evil. Ich habe ja Sealed gelesen. Nein, Sealer of Evil. Also der Versiegeler. Spawning Puddle. Das sieht auch cool aus, ne? Dann haben wir Cord Shot. Und als Rare haben wir Force Ball. Jawohl. Ein Attack mit 4 Difficulty, 3er Check. 1er mit Block. 5er Speed mit Attack, 4 Damage. Habe ich bei der letzten gar nicht gesagt hier bei Mimic, ne? Die hatte 5er Speed und 5 Damage. So, diese hier, 5er Speed und 4er Damage. X2 Ranged Combo Mid Attack Enhance. This attack gets minus 2 Speed and plus 2 Damage. Combo Enhance. Reveal the top 3 cards of your deck at all Mid Attacks revealed this way to your hand and discard the rest. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, wie gesagt, also Mortal Kombat, richtig Bock drauf. Dass ich hoffe, dass wir da auch so ein paar schöne, ja, etwas herzhaftere Karten kriegen, sag ich mal. Eine Mortal Kombat ist ja nicht unbedingt wegen seines, Gänseblümchen-Flairs bekannt, ne? Das ist schon, Mortal Kombat ist eigentlich normal nur mal härter. Gucken wir mal hier. Commander of Outworlds Armies. Ja, eine Foundation. Dann haben wir Acid Spit. Dann haben wir Out of Mercy. Dann haben wir Bow Flame. Movie Star. Ja, gerade schlechtes Lied im Kopf. Schnell weiter. Straight Arrow. Sealer of Evil nochmal. Telepathic Warrior. Shokan Stomp. Jawohl. Trampel kann er auch. Und die nächste UA. Und zwar ist es Kauf. Ein Acid tatsächlich. Terrain. Sehr geil. Zwei Check. Blitze 2, Defektiv, 4er Check, 2er Low Block, Attacks get minus 1 Speed and minus 1 Damage. Response, add one of your foundations to your card pool. After an action card is played, your opponent adds the top card of the deck to their card pool. Copies of that action card cannot be played for the rest of this turn. Playable by either player. Oh, okay, alles klar. Acid, geil, ja, auch schön. Auch schön. Ich muss allerdings gestehen, ich hätte gerne irgendwelche brutalen Finisher. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Irgendwas, wo Knochen und Gedärme durch die Lüfte fliegen, nicht wahr? Dafür, wofür Mortal Kombat halt berühmt ist. So, 1, 2, 3 und die eine. Dann machen wir weiter mit Leading the Team. Quick Taste. Ah, man hat mich gehört, ne? Hier gibt es schon ein bisschen was Blutigeres zu sehen. Dann haben wir Insect Puppeteer. Eine Nuller Foundation. Bicycle Kick. Da ist er, ne? Jo. Fan Throw. Expert Archery. $500 Sunglasses. Ja, wer hat, der hat. Ne? Wahrscheinlich sogar noch pro Glas. Oh, Charakter. Johnny Cage. Der sei auch gleich. Wie passend, ne? Hier ein bisschen am Prollen, da ist schon der Charakter, sehr geil. Ja, aber Charaktere freue ich mich immer gar sehr, ne? Wenn ich hier Dingens aufmache, UFS, dann kann man eigentlich immer, ne? Also man sollte zumindest von jedem einen haben, das ist immer schon sehr, sehr cool. So, Johnny Cage, wie gesagt, 6er Check, 6er Difficulty, 5er Hand Size, 30 Vitality dafür.
Response, after you take damage, add one foundation from your discard pile to your staging area committed. Oh, das war schön, ne? Enhance, commit one foundation. This attack gets plus X or minus X damage. X equals the printed difficulty of the committed foundation. Ja, guck. So kann man es auch machen, ne? Und das war erst unsere Uncommon. Auf den Charakterstapel mit dir. Dann haben wir Outworlds Hyres. Eine Foundation. Und dann haben wir als Rare Sense of Morals. Jo, eine Foundation. 2 Difficulty, 5er Check, Ally. This card does not count towards progressive difficulty. Enhance, 4 plus. Ne, also über 4. Größer gleich 4, um präzise zu sein. Ready one of your foundations that has been committed due to your opponent's effect this turn. Playable while committed. Yes, sir. Auf den Rare-Stapel mit dir. Das ist hier, ne? Yep. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, was soll ich sagen? Also das UFS-System gefällt mir mit jedem Content, den ich hier mache, oder beziehungsweise jeden Unboxing und so weiter und so fort, gefällt mir das System immer, immer besser. So, wir machen weiter mit Fanthrow. God Ray. Slideshots, die haben wir schon öfter gesehen, ne? Uniting Rebels. Shokan Bolt. Oh, 6er Difficulty, okay. Extended Lifespan. Carrying the Legacy. Hand Cannon. Shokan Grab. Oh, eine ganze Menge Sachen am Start, der gute, ne? Und die nächste Ultra Rare, der Nutcracker. Einmal Nussknacker, ihr seht das Bild, ne? Haben wir ja schon mal gesehen, ich glaube im Dings. Bei den Turbo Decks war die, glaube ich, auch dabei. War sie? Ich meine schon, das war, ich glaube, da war ja eine Semi-Ultra, also eine Random Ultra Rare dabei. Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Also ich, oder war es in einem anderen Unboxing von wem anders? Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe die Karte definitiv schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich finde die super gut, auch das Artwork. Ja, der Nussknacker 4. Er ist eine Attack, wer hätte das gedacht? 4, Difficulty 3er Check, Breaker 2, Charge X3, Punch Slam. So, hä? Genug Dinger dabei. 2er Mid-Block, 4er Speed, Low Attack mit 4 Damage. Enhance, add 1 Foundation from your discard pile to your hand pool. Add 1 Foundation from your discard pile to your card pool in any order. Draw 1 card. Enhance die zweite. If your opponent's starting character is male, ja, Geschlecht tatsächlich, this attack gets plus 4 damage. Jawohl, auf den Ultra Rare Stapel mit dir. So, 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 zack. Jawohl. Da wollen wir mal gucken, was uns das nächste Boosterchen bringt. 7. So, Movie Star haben wir als nächstes. Dann haben wir Straight Arrow. Dann haben wir Manipulative and Deceitful. Jawohl. Sehr manipulativ. Akimbo. Fool Attitude. Calling Upon the Sun. Earth Realm Mercenary. Manchmal schwierig, so ein bisschen schief zu lesen, stelle ich gerade fest. Shokan Grab, den kennen wir schon, ne? Dann haben wir New Empress of Nether Realm. Jawohl. Und als Rare haben wir Power Flip. Attack 5 Difficulty, 3 Check. Kick Reverses, Save Stun 1. Enhance, add all foundations from your card pool to your staging area. Desperation E. Also Desperation Enhanced. Add one foundation from your discard pile to beginning of your card pool. This? Add one foundation from your discard pile to beginning of your card pool. Ach so, ja, also an den Anfang des Card Pools. Ich wollte gerade sagen, na nun, was willst du denn von mir? Ja, jetzt haben wir es verstanden. Ja, 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 ich brauche manchmal ein bisschen länger, ne? Manchmal brauche ich einfach ein bisschen länger, um das zu raffen. Ist einfach so. Schnibbeli schnapp. Nächster bitte. So, 1, 2, 3 und 1. Speedball ist unsere nächste Karte. Dann haben wir Fight for Justice.
Single Barrel. Serving Evil. Telekinetic Mastery. Old World Loyalty. Wir haben Koro, einen Charakter, jawohl. Oh, interessante Zusammenstellung. 6 und 6 wieder. 4er Hand Size, aber dafür 40 Vitality. Your face down foundations count as two foundations when passing checks to play cards. Also verdeckte Foundations, ne, die ihr geflippt habt, die zählen doppelt bei Checks. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich schon richtig cool. Doch, ja, auf jeden Fall. So, first form, flip one foundation. Shuffle your hand into your deck. Okay. Add up to four cards from your discard pile to your hand. This ability cannot be cancelled by effects. Interessant. Enhance your attack. Discard the top four cards of your deck. Your attack gets plus four damage. Interessantes Kerlchen, ne? Interessantes Kerlchen, was der da so anstellt. Okay, ab auf den Charakterstapel. Future Poolside Date. Melinas Teleport Kick. Und als Rare kriegen wir Rising Monk. Da muss ich auch gerade an Ashes denken, ne? Super cooles LCG, falls ihr das noch nicht kennt, von Plathead Games. Da gibt es nämlich den Butterfly Monk. Da kam ich irgendwie gerade drauf. Gibt es auch bei Andreas im Shop. Schaut einfach mal nach. Und ja, hier gibt es auch Content auf dem Kanal. Schaut auch da gerne mal nach. Da stelle ich euch jedes Deck vor, was es da bisher zu gibt, so nach und nach. Ja, anderes Spiel. Wir sind hier bei Mortal Kombat und bei UFS. Mein Gott, Walter. Wir haben, wie gesagt, hier die Attack Rising Monk. 4er Difficulty, 2er Check, ein High Block, 5er Speed, Low Attack mit 4 Damage, Kick, Powerful 2, Combo Ranged. Combo Enhance, discard all ranged attacks from your card pool and draw 1 card for each card discarded this way. Deadlock Enhance, draw 2 cards. Yup, auf den Rare Stapel mit dir. Zack. So, schwuppdiwupp. Ja, so, weiter geht das. Wieder 1, 2, 3 und 1. Zack. So, Quick Burst haben wir als nächstes in diesem Booster. Lightning, ja, der Raiden, da ist er, ne? Dann Commander of the Outworld Armies. Outworlds mit Apostrophe S. Armies, so. Acid Spit. Out of Mercy. Jo, da hat er schon eine Schädel in der Hand hier, ne? Hat er aus der Tasche gezaubert. Dann haben wir Bow Flame. Dann haben wir Burying My Clan. Oh, so traurig, ne? Guckt doch schon ein bisschen traurig. Team Consultant haben wir dann. Jawohl. Kanchi haben wir hier. Ah, ein Charakter. Schön. 6-6 wieder, 7er Hand Size, 20 Vitality. Enhance, remove one character card from your discard pile. For the rest of this enhanced step, your starting character gains all enhanced abilities printed on the removed card. Schön. Dann, response, after your opponent plays an enhanced ability, this attack gets plus 1 or minus 1 damage. Yes, sir. Auf den Charakterstapel mit dir. Und wir machen weiter mit einer Rare. Und zwar, Prolonged Expanded. Ach du meine Güte. Interessant. Eine Foundation. 3 Difficulty, 5er Check. Enhance. Your attack with printed damage of 4 gets plus 1 speed and plus 1 damage. Deadlock Enhance. Your attack with a printed damage of 4 gets plus 2 speed and plus 2 damage. Ne? Beim ersten 1-1, beim zweiten plus 2 plus 2. Schön. So, du warst eine Rare. Also auf den Rare-Stapel mit dir. Nee, so rum, nicht so schnell bei der rein. Ne? So machen wir das. Schnippeli, schnippeli, schnapp. Ich bin aber gespannt, wann diese Redemption-Aktion weitergeht, weil mittlerweile sammeln sich hier schon so ein paar Booster. Da steht übrigens auch auf dem My Hero Academia drauf. Und deswegen, ne, so ein paar kommen da zusammen. So, Leading the Team haben wir am Start. Electric Fly. Manipulativ and Deceitful, so. Manipulativ, so heißt das. Celtrops. Most Trusted Assassin. Auch cooles Artwork, ne? Ja, das hier auch. Sawblade Strike. Team Consultant. Unwittingly Evil.
Spawning Paddle. Und jawohl, so, das sind die Dinger, die ich sehen wollte. Brutality. Jawohl. Eine Attack mit Difficulty 3. Dreier Check und Dreier mit Block. The damage of this attack cannot be reduced by opponent's effects. Okay, also ne, kann nicht reduziert werden. Der Schaden von dieser Attacke. Response after you play this attack. If your opponent is at 3 or less vitality, this attack is unblockable and gains flash. Jawohl. Ja, so muss das aussehen. Ne? Ist auch eine UA tatsächlich. Schön. Auf den privilegierten Stapel. Weiter im Text. So. Blub, blub, blub. 1, 2, 3 und 1. Und wir drehen es um. So, Shokan Bolt. Extended Lifespan. Takedas Kunai, die haben wir noch nicht gesehen, ne? Auch wenn es eine Kammer ist. Greatest Combatant haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, großes Set diesmal, ne? Serving the Outworld. Claw Swipe. Redeemed Rook. Oder Rook. Rook, ne? Invoking Blood Magic. Jo, nett. Dann Melinas Teleport Kick, den kennen wir schon. Und wir haben eine Rare. Und zwar Face of a Monster. Ja, die Lady mit dem breiten Grinsen, ne? Eine Foundation, 2 Difficulty, 5er Check. Each ability on this card is only playable once per turn. Response after an attack is played, it gets minus 1 speed. You may lose 1 vitality to give an additional minus 1 speed. Deadlock form. Your opponent discards 1 card. Desperation enhance. Change the zone of this attack to any other zone. Jo, auch ganz cool. Das Artwork ist auch nice, ne? Wobei bei den normalen Rares ist sehr sparsam gefolgt. Da habe ich ja schon mal gesagt, da ist halt nur der Frame, also beziehungsweise die internen Rahmen sind gefolgt. So, weiter geht's. Da sind wir schon auf der Hälfte vom Display angekommen. Schande. Schande, sag ich dazu. Schnippel die, schnippel die, schnapp. So. Sit, sit. 1, 2, 3 und 1. Sit und drehen und guten Tag. Wen haben wir denn da? Er wieder. Manipulative and deceitful. Oder deceitful. Akimbo. Fool Attitude. Calling upon the Sun. Glaive Throw, das haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Cloaked Predator, haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, tatsächlich sind sogar Comments hierbei, die wir noch nicht gesehen haben öfter. Burning My Clan haben wir gesehen, obwohl es eine Ankammer ist. Outworld Cyrus haben wir auch schon gesehen. Olympic Boxer haben wir noch nicht gesehen. Und dann haben wir eine Rare, und zwar, jawohl, da wird's wieder blutig. The Scourge. Da wird's saftig. Eine Attacke, 4 Difficulty, 3er Check, 2er mit Block. Safe Combo Attack. Combo Enhanced. This attack gets plus 1 Damage for each printed 4 Damage Attack in your card pool. Mhm. Deadlock Enhanced. This attack can only be blocked by Foundation Cards. Aha. Ne, da nehmen wir erstmal ein paar Sachen raus, die blocken könnten. Gut, auf den Rare-Stapel mit dir, würde ich sagen. Ja, dann krallen wir uns doch einfach mal die zweite Hälfte hier, würde ich sagen. Schwuppdiwupp. So, dann schauen wir mal, was uns bei der zweiten Hälfte hier erwartet. Und ja, ich hoffe mal, dass da auch ein paar coole Charaktere wieder dabei sind. Und wie gesagt, wäre super, wenn die nochmal irgendwie mal kommen. Da gibt es ja mittlerweile so viele Elf, sind wir ja gerade angekommen, ne? So viele Charaktere, da könnte man bestimmt auch nochmal eine weitere Mortal Kombat-Serie machen. So, genug spekuliert. Wir machen weiter mit Takedas Kunai. Greatest Combatant. Serving the Outworld. Claw Swipe. Lightning. Quick Burst. Fusion of Souls. Auch cooles Artwork, ne? Jawohl, Reptile. Da haben wir den Schlingel. 6er Difficulty, 6er Check. Sieht cool aus, ne? Dürften ruhig ein Voll sein, die Charaktere. Aber egal, wir wollen ja uns nicht beschweren. Ich bin ja froh, wenn ich welche bekomme hier, ne? 6er Handsize, 27er
Vitality und männlich ist er. Enhance. Your mid attack gets plus 1 damage. Your next mid attack this turn gets plus 2 damage. Nett. Enhance. This high or low attack gets minus 1 damage. The next high or low attack this turn gets minus 1 damage. Enhance die dritte. Your attack reveal 2 mid attacks from your hand. Your opponent discards 1 card. Jawohl, auf den Charakterstapel mit dir, würde ich sagen. Zack. So, Portal Kick haben wir als nächstes. Jo. Und dann haben wir als Rare Edian Royalty. Ne, Royalty, genau. Ich lesen ist schon schwierig, vor allem wenn es quer ist, ne? Eine Foundation für 2 Difficulty, 5er Check. Enhance Destroy. Your opponent's next attack gains Flash. Jawohl. So, auf den Rare-Stapel mit dir, nicht wahr? So. Nächster, bitte. Ich muss mir echt mal so ein Deck zusammenschrauben aus allen möglichen Charakteren. Das wäre mal, also ne, aus allen möglichen Editionen. So, wollte ich sagen. Wäre vielleicht mal ganz lustig. Bis jetzt ist das ja noch alles relativ sortenrein bei mir. So, da wollen wir mal gucken. Electric Fly haben wir als nächstes. Dann haben wir Cloaked Predator. Expert Archery. Straight Arrow, Telekinetic Mastery, Caltrops, Redeemed Rook, Soul Charge, nein, komm, haben wir noch, The Kitten Race und dann haben wir eine Rare und zwar haben wir Sun God Choke, eine Attack, 5 Difficulty, 3er Check, 3er mit Block. When this card is added to your Momentum, add it face up. Enhance Momentum, remove. Your attack with a printed damage of 3 or less gets plus 5 damage. Enhance die zweite, lose 2 Vitality. After this attack resolves, add it to your Momentum. Jo, alles klar. Kann man mal machen, ne? Zack. Weiter geht's. Ja, und während ich hier Schnippelschnapp mache, schaut gerne mal in den diversen Gruppen vorbei bei Facebook, zum Beispiel bei den Kartennerds Deutschland. Das ist eine kleine Gruppe, wo man ja kartensystemübergreifend ein bisschen schreiben kann. Oder natürlich auch in den jeweiligen Gruppen von UFS bzw. Jesco oder My Hero Academia. Da ist im Moment auch diverses immer los, weil ne, neue Lizenz und so. Da könnt ihr euch auch mal so ein bisschen immer über das Spiel schlau machen oder halt auch Karten tauschen und so weiter und so fort. Nur mal so als kleine Randnotiz. So, Insect Puppeteer haben wir als erste Karte im neuen Booster. Bicycle Kick, Fan Throw, Expert Archery. Also die kennen wir mittlerweile ganz gut, ne? Telechoke, Shirai Ryukan. Oh, das sieht auch cool aus, ne? Commander of the Undead. The Undead. Der Herr mit der scharfen Krempe. Future Poolside Date. Okay, alles klar. Noch ein Ankommen. Invoking Blood Magic, die haben wir schon gesehen. Und unsere Rare ist Windmill Punch. Ein Attack, wer hätte das gedacht? 5er Difficulty, 3er Check, 2er High Block, 5er Speed, Mid Attack mit 3 Damage, Multiple 3 Punch, Combo Attack. While this card is in your card pool, your attacks with a printed damage of 3 or less get plus 1 damage and after a multiple copy of an attack resolves, you may discard it. Combo Enhance. You may add 1 copy of Windmill Punch to your discard pile. From your discard pile to your card pool. So macht das mehr Sinn, Sinn, nicht wahr? So, Combo Enhance die zweite. You may add 1 card from your discard pile to the top of your deck. Jawohl. Einmal als Rare der Windmill Punch. Okay. Ja. Kann man machen. Kann man mal machen, würde ich sagen. Zack. Spoiler. 1, 2, 3 und 1. Auf alle Fälle kriegen wir Charakter, haben wir schon gesehen. So. Speedball legen wir los. Shirai Ryukan.
Movie Star, Saw Blade Strike, mal kurz die Schulter angeschnibbelt, Claw Swipe, Schnibbelschnapp, Secretly Plotting, da haben wir Kitana, nicht wahr? Ja, haben wir eben schon gesehen beim Aufmachen, weil ich nicht dran gedacht habe, die Karten rechtzeitig nach hinten zu packen. Egal, Hauptsache, ne, wieder schön neuen Charakter dabei, Charakterin vielmehr. Sechs Difficulty, 6er Check, 6er Hand Size und 26 Vitality. Und sie ist weiblich. Ja, sieht man, ne? Enhance, lose 1 Vitality. Your ranged or weapon attack gets plus 2 Speed and plus 1 Damage. Enhance, once per turn, lose X Vitality. Discard your opponent's attack. X equals the attack's printed difficulty. Desperation Enhance, name a card type. If your opponent attempts to block with this attack with the named type, their block modifier gets plus 2. Okay. Auch mit dir ab auf den Stapel der Charaktere, würde ich sagen. Dann geht es weiter mit Loyal Servant. Mal wieder die teure $500 Sonnenbrille. Und als Rare haben wir Fanado. Jo. Bisschen voll, ne? Ja. Attack. 4 Difficulty, 3er Check. 2er mit Block. 2er Speed, Low Attack mit 4 Damage. Powerful 2. Ranged Weapon, Combo Weapon. Combo Enhance. Your opponent can only attempt to block this attack with a printed block modifier of 3 or greater. Desperation Enhance. This attack gets plus 2 Speed and plus 2 Damage. Jupp. So wird's gemacht. Und nicht anders, ne? Verzeiht mir das Rumgeschniefe hier, aber ja, im Moment ist Sommer und im Sommer fliegende Pollen. Und die Pollen und ich, wir vertragen uns nicht ganz so gut. Deswegen ist hier immer die Brandschutzlöscheinheit aktiviert in meiner Nase. So, wir machen weiter mit Caltrops. Glowkick. Most Trusted Assassin. Single Barrel. Leading the Team. Quick Taste, jawohl. Saftig. Oh, Kung Jin haben wir. Sehr schön, noch ein Charakter, das freut mich gar sehr. Sehr schick. 6er Difficulty, 6er Check, 6er Hensa, 27 Vitality. Form, once per game, also einmal im Spiel. Draw 2 cards or add the top 2 cards of your deck to your momentum. Enhance. Discard the top 2 cards of your deck. Your attack gets plus X speed. X equals 4 minus the lowest printed block modifier discarded due to the cost of this ability. Yo, alles klar. Na, einmal nachlesen, bevor er das benutzt. Ne? Nicht, dass euer Gegner sagt, was? Was tust du da nur? Aber ja, steht ja alles ordentlich drauf, ne? So, Soul Charge haben wir wieder. Dann haben wir Earth Realm Mercenary. Und wir haben eine Ultra Rare. Test Your Might. Ist eine Action. Ihr erkennt es am blauen Frame. Nicht wahr? Hier. Und die fallen natürlich dann auch über die ganze Karte. Also beziehungsweise, ne? Über. Also mit ins Bild rein. So, das wollte ich sagen. Oha. Viel Text drauf. Breaker 1. Enhance, remove. If your attack. Attacks damage is 5 or greater, draw 1 card and your opponent discards the top 5 cards of their deck. Zweite Enhance Remove. If your attack's damage is 10 or greater, draw 2 cards and your opponent discards the top 10 cards of their deck. Okay. Enhance Remove die dritte. If your attack's damage is 15 or greater, draw 3 cards and your opponent discards the top 15 cards of their deck. Yo. Alles klar. 15 Karten discarden, das tut doch schon ein bisschen weh, ne? Auf den Ultra Rare Stapel mit dir. Und wir krallen uns das nächste Boosterchen. Schwuppdiwupp. Ja, was sagt ihr denn jetzt zu dem Set? Ich bin eigentlich ganz angetan, muss ich sagen. Sind ein paar schöne Sachen dabei, ne? Gefällt ganz gut. So, wir machen weiter mit Crawler. Acid Spit. Calling Upon the Sun. Liu Kangs Fireball. Takedas Kunai. Uniting Rebels,
Carrying the Legacy, Shokans Domp, Earthrealm Mercenary und als Rare kriegen wir Sand Trap. Jawohl, ein Attack. Ne, jetzt ballert hier mal drauf los. Vierer Difficulty, Dreier Check. Kein Block. Ne, ihr seht nichts oben in der Ecke. 2 Speed Low Attack mit 5 Damage. Des Weiteren Throw Tech Weapon. Response after the damage of this attack is reduced by your opponent's effect. Commit one of their foundations. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen, ne? So. Schwuppdiwupp. Also ich muss sagen, mir gefallen die Karten gut. Aber ich finde, es gibt optisch teilweise Sets, wo die Arts noch ein bisschen cooler sind. Also zum Beispiel das Seventh Cross, das fand ich ja mal extremst gelungen von den Arts. Ich meine, die sind auch cool hier, auf jeden Fall, ne? Und ja, aber so auch allein schon, dass man da dieses Character Pack mit der zweiten Version von jedem Charakter oben als Boxtopper gekriegt hat, das fand ich schon richtig geil. Also das fand ich mal richtig, richtig geil. So, das darf man gerne wieder einführen, liebe Jesco Games Leute. Expert Archery, Straight Arrow, Telekinetic Mastery, Caltrops, Quick Burst, Extended Lifespan, Jackie Briggs, jawohl, nächster Charakter bzw. Charakterin, 6er Difficulty, 6er Check, 5er Handsize, 33 Vitality, weiblich. Response after your opponent's combat phase begins, draw 3 cards and discard down to your printed hand size. Enhance, your non-throw attack gains powerful 6. You may discard 1 card from your hand in addition to momentum to pay for this attack's powerful ability. Jawohl, vielen Dank, die Dame. Zu den anderen Charakteren bitte. So, weiter geht's mit Fusion of Souls. Spawning Puddle. Und als Rare kriegen wir Nutcracker. Ach ja, guck. Nochmal so eine Nummer. Wie hieß denn der andere? Der ist doch auch Nutcracker. Da war aber die Dame des Hauses hier zugange. Ne? Die haben wir schon mal gesehen. Das ist ein Ultra Rare. Und hier ist eine Rare davon. Schreibt sich auch zusammen. Das andere schreibt sich auf der Ultra Rare, schreibt sich getrennt. Gut, alles klar. So, Nutcracker. Ja, 4er Difficulty, 3er Check, 2er mit Block, 1er Speed, Low Attack mit 4 Damage, Breaker 2, Punch, Stun 2, also auch 2, Enhance, Seal one of your ready foundations, this attack gets plus X Damage, X equals the chosen foundation's printed difficulty. Jawohl. So, du auf den Rare-Stapel. So langsam aber sicher schmilzt der Booster-Pool dahin. Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen traurig. So. Aber wie gesagt, ich arbeite hier dran, dass ich möglichst viel von UFS hier auf dem Kanal aufmachen kann. Und ja, deswegen. Ich hoffe mal, wir sehen noch ein paar schöne Sachen. So, Serving the Outworld. Irgendwann mal los. Glowkick. Manipulative and Deceitful, Glaive Throw, Ageless and Wise, Leading the Team, Team Consultant, Unwittingly Evil, Spawning Puddle und wir kriegen eine Rare und zwar ist es Special Forces Elite. Jawohl, eine Foundation diesmal. 2 Difficulty, 5er Check, 3er Low Block. Enhance your attack attacks. Your tech attack gets, so dass das ist. Plus 1 Speed. Deadlock Response. Remove. After your opponent plays a response ability during your combat phase, cancel its effects. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Zack. Schwuppdiwupp. Dü-d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 ü
Weiter geht's. Movie Star. Saw Blade Strike. Claw Swipe. Das ist auch, ne? Ein bisschen Blut haben wir hier immer, ne? Dann haben wir Secretly Plotting. Electric Fly. Cloaked Predator. New Empress of Netherrealm. Melina's Teleport Kick. Champion of Combat. Und als Ultra Rare kriegen wir wieder hier Sadistic Waste. Irgendwas, also wieder hier mal was Blutiges, wollte ich sagen. Es ist Sadistic Waste, nicht wieder Sadistic Waste. Die kennen wir nämlich noch nicht. Vierer Difficulty. 2 Check, eine Attack, wer hätte das gedacht? 1er mit Block, 5er Speed mit Attack mit 4 Damage. Fury, Multiple 2 und Weapon. Enhance, lose 2 Vitality, reduce the Attacker's Multiple Rating to 0. Add up to 2 cards from your hand to your Momentum. Deadlock E, also Enhance. You may add up to 2 cards from your hand to your Momentum. This attacks multiple. Rating gets plus 2. Boah, das ist aber heute schwer. Desperation Enhance. This attack attacks multiple rating gets plus 2. Boah, lesen. Was ist denn los? Schwierig. Schwierig. Unglaublich. Der totale Analphabet. So. So. Zack. Raus mit euch. Ah, die Booster sehen echt schick aus, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Zack. 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 1, 2, 3, 1. Und drehen. Und schieben. Mal so ein bisschen Ordnung hier, ne? Wie sieht das denn noch aus? So, God Ray. Hatten wir den schon? Ich weiß es gar nicht. Fight for Justice. Akimbo. Insect Puppeteer. Liu Kang's Fireball. Out of Mercy. Der Kopf aus der Tasche, ne? New Empress of Netherrealm. Cold Shot. Champion of Combat. Und als Rare kriegen wir. Hallöchen, wer ist denn da im Glas? Guck mal da. Superior Genetics. Eine Foundation. 4er Difficulty, 5er Check. 4er für eine Foundation. Recht teuer, ne? Each ability on this card is only playable once per turn. Enhance. Your next check to play cards gets plus 2. Enhance die zweite. This attack gains plus 2 or minus 2 speed. Ja, ne? Alles klar. 1, 2, 3 Booster haben wir nur noch. Traurig. Sehr, sehr traurig. Kann ich nicht anders sagen. Also, professioneller Booster-Öffner. Natürlich, wenn man die Karten dann auch noch behalten darf, das ist das Schönste, das ist das Beste an der ganzen Sache. Aber ansonsten wäre es ein Top-Job. Aber so hätte ich verschissen. Sofort eine Abmahnung hier. Ah, schlimm. So, weiter geht's. Calling upon the Sun. Liu Kang's Fireball. Takedas Kunai. Uniting Rebels. Speedball. Shura Ryokan. Redeemed Rook, The Kitten Race, Sealer of Evil und als Rare, jawohl, Electrocute. Da haben wir den Raiden, der brutzelt hier fröhlich drauf los. Das sieht doch schon mal gut aus. Eine Attack, 5er Difficulty, 3er Check, kein Block. 5er Speed High Attack mit 5 Damage, Charge und Throw. If you have 6 of your foundations, this card gets minus 1 difficulty. Enhance, discard X Momentum. Commit X of your opponent's non-character cards. Deadlock Enhance, this attack gets plus 5 damage. Yep. Yo. Eine der optisch ansprechendsten bis jetzt, finde ich. Sehr cool. So, 2 Booster. Oh, das wird immer weniger. Traurig ist das. Traurig. Zack. Und zack. Und zack. Und 1, 2, 3 und 1. Ja, richtig. Drehen. Quick Burst legen wir mit los im vorletzten Booster. Extended Lifespan. Bowflame. Most Trusted Assassin. Skull.
Den haben wir tatsächlich noch gar nicht gesehen. Den kann man, die wir noch gar nicht gesehen haben, ne? Verrückt. Avenging Her Father. Haben wir die schon gesehen? Jetzt kommen hier die Ankunft, ne? Kurz vor Ende, die wir noch gar nicht gesehen haben. Da ist wieder die strahlende Maid, ne? Die grinst aber gerne. Outworlds Hyres. Oh, Cassie Cage. Noch ein Charakter. Schön, eine Charakterin. Und die haben wir tatsächlich auch noch nicht. Ne, haben wir nicht. 6 und 6 wieder. 6er Hensei, 27 Vitality. Enhance your non-throw attack gets plus one speed or plus one damage for each non-attack card preceding in your card pool. Okay. Enhance once per turn add one card from your staging area to the beginning of your card pool. Reveal the top three cards of your deck. You may add one foundation revealed this way to your staging area, then add the remaining cards to the top of your deck in any order. Mhm. Okay. Kann man machen, ne? Interessant, die Dame. So, dann haben wir Invoking Blood Magic, kennen wir. Und als Rare kriegen wir Spear Ryu. Ein Attack, 4 Difficulty, 3er Check, 1er mit Block, 5er Speed, mit Attack, 3 Damage. Weapon, Combo, Attack. Enhance, look at the top card of your deck. You may discard it or add it to your card pool. Face up in any order. Oh, okay. Combo Enhance. Your combo attacks, plural, get plus 1 speed, plus 1 damage and stun 1 for the rest of this turn. Ja, guck mal an. Okay. Okay, letztes Booster, liebe Leute. Schon ein bisschen traurig. Also, da denkt man, ah, geil, ganzes Display aufmachen und dann ratzifatzi. Gut, wir sind jetzt natürlich auch schon eine ganze Zeit am Quaken hier, aber es ist gefühlt, ne, ihr kennt das ja, schöne Sachen gehen gefühlt immer super schnell vorbei. Wenn man auf der Arbeit sitzt oder so, dann will die Zeit einfach nicht umgehen. So, letztes Booster. Los geht's. Glaive Throw. Cloaked Predator. Caltrops. Glow Kick. Most Trusted Assassin. Single Barrel. Future Poolside Date. Venomous. Sieht auch geil aus, ne? Dann haben wir Portal Kick und die letzte Rare des Tages ist God of Thunder, eine Raiden-Karte, eine Foundation. 3er Difficulty, 5er Check, Enhance Destroy one Foundation, ready one of your Foundations that has not been ready this Commit Phase, playable while committed. Und Enhance Commit, your attacks get plus 2 Damage. Jawohl, dann sagen wir vielen Dank, lieber Herr Raiden und ja, liebe Leute, da sind wir schon wieder durch, ne? Da sind wir schon wieder durch mit einem ganzen Display. Wir legen mal die Comments und Uncomments hier mal eben an die Seite und schauen mal, was wir denn hier bekommen haben. So, wir schauen uns erstmal natürlich die Ultra Rares an, die wir hier in dem Set, also in dem Display bekommen haben. Wir haben einmal Test Your Might, optisch sehr ansprechend, ne? Eine Action, dann optisch noch viel ansprechender Brutality. Finde ich allein vom Artwork schon richtig geil. So müssen Mortal Kombat Artworks aussehen, meiner Meinung nach. Oder so. Sadistic Ways haben wir bekommen. Dann haben wir den Nutcracker auseinandergeschrieben mit der Dame, die crackt. Und dann haben wir noch Kauf, ich weiß gar nicht, wie das ausspricht. Ein Acid. Und dann haben wir noch Mimic the Attack. Ja, das ist schon mal, das waren unsere URs, dann schauen wir uns unsere normalen Rares an. Da haben wir, wie gesagt, God of Thunder. Oh, hier liegt noch eine. God of Thunder, eben gesehen. Finde ich ziemlich cool vom Artwork her, muss ich sagen. Ne, Raiden, kann sich immer sehen lassen. Dann haben wir Spirio. Dann haben wir Electrocute. Nochmal Raiden Attack hier, ne, das andere war seine Foundation. Dann Superior Genetics. Special Forces Elite. Nutcracker, zusammengeschrieben. Und da crackt der liebe Herr Johnny Cage die Nüsschen. Dann haben wir Sandtrap, Fernando, Windmill Punch, Sango Choke, Edenian Royalty, The Scorch, auch richtig schön saftig, ne? Face of a Monster, die Dame, Polont Spanish, Rising Monk, Power Flip, und Sense of Morals und Force Ball. Ja,
auch hübsch, würde ich sagen. Sehr nett. Und dann schauen wir, was wir an Charakteren bekommen haben. Und ja, ich bin ja so ein Oldschool-Model-Kamen-Spieler. Manche Charaktere kenne ich überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Jesse Cage haben wir bekommen. Jakey Briggs. Kunjin haben wir bekommen. Kitana kenne ich natürlich. Dann haben wir Reptile. Reptile kenne ich auch, auf jeden Fall. Kaijin habe ich schon mal irgendwo gesehen, auf jeden Fall. Ja, Goro. Die Herrschaften, die sehen alle relativ ähnlich aus mit den vielen Armen. Johnny Cage, natürlich Klassiker. Liu Kang. Definitiv einer der Charaktere, die ich am meisten gespielt habe. Die Steuerung war relativ einsteigerfreundlich, bei dem fand ich. Und dann haben wir noch Shinnok. Das war unser Boxtopper, ne? Und den voll. Ich finde, die Charaktere hätten sie ruhig voll machen dürfen. Muss ich aber ganz ehrlich sagen. Ne? Sieht sehr schick aus so. Ja, gut, liebe Leute. Das war unser Display. Ich mache das nochmal hübsch zu. So, damit wir es nochmal angucken können. Naja, hübsch zu ist auch anders, ne? Schief zu trifft zu eher. So, jetzt ist hübsch zu. Unser Display Mortal Kombat X. Und zwar aus dem Hause Jesco Games für das Ultimate bzw. Universus. Fighting System oder Universal Fighting System und ja, super gut. Ich freue mich, dass ich das aufmachen konnte. Ich freue mich, dass ich noch eins gekriegt habe und ich freue mich, dass ihr euch das angeschaut habt natürlich. Das Ganze, was ihr, also alles, was aktuell ist, was noch zu haben ist, beziehungsweise die aktuellen Serien, die findet ihr natürlich bei Super Elf Cards, hatte ich ja gesagt. Und ja, die ganzen Kartensachen, die machen wir in der Regel mit Super Elf Cards zusammen. Und da freue ich mich immer sehr, dass der Andreas uns hier so unterstützt auf dem Kanal. Gut, ich bin erstmal raus. Wie gesagt, schaut auch in der Facebook-Gruppe vorbei von Jesco, von UFS bzw. Universus und auch von My Hero Academia. Das ist ja die aktuellste Lizenz hierzu. Und ja, schaut euch gerne auch die anderen Videos hier zum Thema UFS oder Universus an. Aber natürlich auch die ganzen vielen anderen Videos, die hier auf dem Kanal rumschwirren. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.